Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Freunde von Let's Play Minecraft und Co. Heute hier in einem ganz neuen und frischen Minecraft-Projekt. Einem Minecraft-Mod-Projekt, nämlich Minecraft Hexit. Und das Ganze wird zusammengespielt mit Baby Boots. Hallo! Hallo! Springen! Springen! Hallo! Hallo! Ich will keine Aufmerksamkeit auf mich wecken. Ich die krasse Spinne. Guck mal, dreh dich mal nach hinten. Da ist nochmal so ein komischer Turm. Ja, da ich habe. Da hinten ist ein Haus. Diese Sichtweise habe ich gerade gefilmt gehabt. Ich habe uns von vorne gefilmt sozusagen und habe hier den See im Hintergrund gehabt. Okay. Ja, und wie die Zuschauer sehen, auch in einer komplett neuen Grafik hier mal, dass ihr nicht zum Beispiel immer nur Herr Sommer Texture Pack zu sehen bekommt, sondern mal mit dem Texture Pack von dem guten Sparks oder das Sparks Pure D Craft Texture Pack, wie es heißt. Und ja, ich bin auf jeden Fall schon gespannt, was Hexit alles zu bieten hat. Ist ja ein komplett modifiziertes Minecraft mit ja irgendwie 67 Mods oder sonst was. Wo bist du hinter dir? Ich bin einfach stehen geblieben, ich bin noch am Erzählen. Ich würde nicht so weit wegrasen an deiner Stelle, weil hier gibt es gefährliche Viecher auch. Okay. Ich würde immer zusammenbleiben erstmal. Ja, du bist gerade weggelaufen. Ich bin gar nicht, ich bin hier stehen geblieben. Ich bin stehen geblieben und wollte erstmal den Leuten erzählen, was es hier so alles gibt und was wir jetzt machen werden. Was sind denn die komischen Dinger da hinten? Ich würde sagen, als allererstes will ich mal das Buch lesen, was wir in der Hand haben. Das scheint ja nicht umsonst zu sein, dass man das in der Hand hält. Materials and You steht da. Surviving the First Day and Beyond. Volume 1 bei Skylar. Aha. Das heißt, Getting Started. Im Prinzip ganz normal. Eine Werkbank müssen wir bauen. Eine Werkbank. Achso, und dann steht natürlich haufenweise beschrieben da. Was kann man da noch machen? Den Tisch, Stencil Table, Pattern Chest. Ach du Scheiße. Da sind natürlich noch einige Crafting-Rezepte drin. Ich glaube, so viel kann ich jetzt doch nicht lesen. Das ist ein bisschen zu viel. Wie komme ich jetzt hier raus aus dem... Ach, mit ESC. Okay, sehr gut. Die komischen Türme machen mir Angst. Ich weiß auch nicht, was das für Türme sind. Das sind aber noch keine Dungeons, oder? Ich weiß es nicht. Das sind auf werden jetzt nicht direkt vor Dungeons gespawnt sein, bei weil ich habe ja... dem Dingen sind auf jeden Fall Spawner dazwischen. Und ich würde sagen, ich laber mal nicht groß hier zwischen, sondern ich fange erstmal an, weil wir haben es jetzt schon Nacht. Wir haben hier nur gequatscht und wir haben es schon Nacht und noch keinen sicheren Unterschlupf oder sonst was. Hallo Schwein. Wir sollten als allererstes versuchen, erst einmal irgendwie Materialien zu kriegen. Holz, wir können uns weder wehren noch sonst was. Und hier auf dem Kackturm verbringen habe ich keine Lust in dem neuen Projekt eigentlich. Ja, wir müssen aber auch im Kackturm. Nicht wirklich. Ja doch, geht ja nicht anders. Wie willst du so schnell jetzt ein Haus bauen? Erstmal nicht, ich lege es jetzt erstmal drauf an. Hier hinten ist eine Horde Schweine zum Beispiel. Wo bist du? Ich dachte, du folgst mir. Wo bist denn du? Ich bin hier, baue Erde ab. Nee, Erde brauchen wir jetzt nicht. Mich klotzt das Schwein blöd an. Erde brauchen wir am wenigsten jetzt. Wir brauchen Holz. Ach, dann gehen wir mal in die Richtung, wo du hergekommen bist. Da hinten sind nämlich viel mehr Bäume. Machen wir ein paar Schweine platt, mache ich mal ein paar Schweine platt, damit wir was zu essen haben. Schwein, komm. Das finde ich auch lustig hier, dass die ganzen Schweine natürlich hier diese HP-Anzeige haben. Das ist alles mehr auf, ja, wie Rollenspiel-Adventure ausgelegt. Gib mir gleich, du blödes Schwein. Und jetzt ist der Mond da. Der Mond ist da. Apropos, ich muss, glaube ich, auch nochmal live gucken in der Aufnahme, ob ich meine Helligkeit richtig eingestellt habe. Das hast du ja vorher nochmal kontrolliert gehabt. Genau. Schwein! Na endlich, aua, jetzt hast du mich gehauen. Da muss man nämlich aufpassen hier. So, Video-Settings, ach, Language. Aber da hinten ist ein Haus. Gehen wir doch in das Haus. Brightness, so mache ich das mal ganz hoch für die Leute auf YouTube. Ja, da ist ein Haus, aber du weißt doch nicht, ob das bösen Leuten gehört, weil ich weiß, hier gibt's böse. Oh Gott. Da hinten sind so Kackvögel. Lass uns in das Haus gehen. Na, ich gehe erstmal hier am See entlang. Kackvögel. Creeper. Wo? Rechts, pass auf, der kommt zu dir, du kannst nicht einfach so lang rasen. Also ich bleib jetzt hier, ich gehe da nicht hin, wo du bist. Das ist mir zu gefährlich, eine Nummer. Ich bin sowieso lieber der Typ, der hier erstmal farmen will und auf Nummer sicher gehen will. Nicht so wie Baby Boots da einfach losrennen. Also hier in dem Haus ist es schön, ich mache hier jetzt die Tür zu. Oh, hier ist noch eine Tür offen. Ja, Moment, dann muss ich halt auch kommen, Mensch. Ja, wo willst du da die Tür zu machen? Das ganze Haus ist offen. Oh. Das bringt's ja. Da können Spinnen und alles rein. Schöne Scheiße. Ja, aber wie ist das? Das ist ja überhaupt nicht. Wo ist denn das sicher? Die Tür ist offen. Kein Bett, nix. Ja, nee, hier gehe ich wieder raus. Ich will jetzt farmen.
Jetzt komme ich hier nicht mal mehr herunter. Schönen Scheiß. Ja, aber hier kann man nicht durch. Doch, Tür aufmachen, fertig, raus. Achtung, Skelett, da kommt er schon, der schießt dich ab. Autsch. Babybutz passt nicht auf. Nein. Das Babybutz ist wieder hier am Verrecken. Während Nein, stimmt uns, gar nicht. Aua! Während wir es uns gut gehen lassen, einfach mal. Leck! Autsch. Ja, das ist auch nur Leck, weil wir immer uns zu weit auseinander bewegen. Dann muss er natürlich viel mehr rendern in der Welt. Wir sollten ziemlich weit zusammenbleiben, nach Möglichkeit, wirklich. Gerade wenn es natürlich hier Viecher gibt und so weiter, da sollten wir uns wirklich nicht allzu weit auseinander bewegen. Das kann fatal enden. Das müssen wir uns dringend abgewöhnen. Da schießt sich die ganze Zeit Skelett ab. Babybutz also noch kein Schwert? Passt nicht auf. Babybutz passt nicht auf. Hast du kein Schwert? Nein, woher denn auch? Wow. Mann, hilfst du mir mal das Skelett? Ich bin gleich tot. Hilfe, 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 Hilfe. Hilf. Weil ich sag ja, dass die Viecher, die sind auch ziemlich stark hier. Das Aber sollte man alles zusammen machen, was geht. Na, das ist kein Scherz, das ist echte pure... Du siehst aber schön aus. ...purer Ernst hier. Ja, wir bewegen uns schon wieder zu weit auseinander. Wo bist denn du? Ja, dann latsch nicht immer weg. Ich mache hier gerade eine Werkbank. Machst du eine Axt? Hast du da genug? Also habe ich hier einmal die Werkbank. Dann machen wir mal... Ich sammle immer so Karotten. Hui! Hauptsache irgendwas zu mampfen hier. Karotten und Karotten und Möhrchen. Mama, bitte die Möhrchen. Mama, bitte die Möhrchen. Lass uns mal hier die Werkbank hin. Achtung, Creeper kommt, Creeper kommt, Creeper kommt. Werkbank ausmachen, zwei Creeper kommen. Wo denn? Hier, links, 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 links. Ja, bei mir hängt's gerade. Ja, weil wir uns nicht zusammentun. Ja, wo bist denn du? Ich bin direkt neben dir. Baff, neben dem Haus bin ich. Wir müssen echt viel mehr zusammen machen. Das ist ein Fehler, den wir dann hau nicht ab. Ich hab dir gesagt, ich mache hier. In allen Togethers machen. So. Wenn ich dir sage, dass ich hier die Axt brauche. Das ist nebensächlich. Nachts, das ist nebensächlich. Nein. Doch, nachts müssen wir uns erstmal was zu futtern besorgen. Nachts müssen wir uns in Sicherheit wiegen können, dass wir am Tag richtig viel Fleisch haben. Und dann können wir weiter. Dann erst sollten wir dran denken, hier dick was aufzubauen. Hauptsache erstmal Sicherheit. Klatsch, klatsch, klatsch. Wieder ein Schwein kaputt. Oho. Komm mal her. Aber ich feiere die Welt hier sowas. Bleib doch mal wieder stehen. Ja, ich muss hier das Schwein kaputt machen. Ich sammle Fleisch ohne Ende, das wir zu essen haben. Ja, ich schmeiß das jetzt daher. Oh, ich habe sogar ein Herz. Ich habe sogar ein Herz gesammelt. Wir auch. So, da ist noch eine Kuh. Wow. Machen wir auch noch platt. Da rennt Babybutz uns direkt vor die Nase und ist selber schuld, wenn sie getroffen wird. So, tun wir mal die Rosen und die Blümchen noch. Ey, du verkacktes Vieh, hau ab. Schwups. Was ist denn das? Eine Wuttenaxt. Okay, mit der können wir schon mal ein bisschen was anfangen. Da können wir jetzt zum Beispiel den einen Mod nutzen, sozusagen, indem wir den untersten Stamm eines Baumes abkloppen. Und theoretisch müsste dann der ganze Baum in sich zusammenfallen. Ich weiß allerdings nicht, warum das Hacken so lange dauert hier mit der Axt. Aber theoretisch müsste es ja schneller gehen. Eieiei, da denkt man kriegt nichts draus, aber puff, dann fällt der ganze Baum in sich zusammen. Sehr schön. Wie viel Holz hast du schon? Gar keins mehr. Deswegen sage ich, Bäume abbauen, Bäume abbauen. Machst du das auch mit der Axt? Nein, meine ist kaputt. Musst du mit der Axt machen, dann fällt der ganze Baum in sich zusammen. Mensch. Wow. Moment, ich baue mal das eine Holz. Alle auf einmal, nicht alle auf einmal. Mit der Axt ab. Die verfolgen mich, die verfolgen mich. Hallo. Wegrennen, wegrennen. 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 Ja, hallo, es sind gleich zwei Viecher. Oh, jetzt ist der ganze Baum hier in sich zusammengekracht. Sehr cool, jetzt habe ich hier richtig viel Holz. Da hätte Babybutz, glaube ich, jetzt ewig hier gesammelt, ist die Menge hier gehabt hätte. So. Boah, das gibt's doch nicht Haut. Können wir jetzt auch mal hier kloppen? Oh, das ist ja ein bösartiger Slime. Ja, ach echt. Ah toll, jetzt bin ich alleine hier. Sehr schön. Ja. Selbe Schuld, wa? Tja. Also ich habe hier mich sehr gut ausgerüstet. So, da kommt noch der kleine Slime weg und dann haben wir hier alle erledigt. Puff.
Oh, ach, guck mal einer an. Hier, wo Baby Butz war, sogar steht jetzt ein Grabstein. Ey, Baby, Baby Butz war slain by Zombie, steht auf dem Grabstein drauf. Nein, Baby Butz war slain by Kelturio, weil nicht geholfen hat. Nee, 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 das sagt der Grabstein ganz anders. Und so wie der Grabstein das sagt, ist das auch. Wo ist der Grabstein? Wo ist der Grabstein? Hier steht er. Ich will mein Grab angucken. Wo ist mein Grabstein? Da hast du einen Grabstein. Oh, armes Boot. Tja, ist Butz verreckt. Eine Runde Mitleid für Butz. Oh. Nö, überhaupt kein Mitleid für Butz, würde ich sagen. Alte Klappe. Da hast du noch ein bisschen Karotten. Hier, ich habe hier Karotten hier hingeschmissen. Du kannst ja nicht komplett ohne was rumgurken. Moment, du kriegst doch noch ein bisschen Holz. Wie kann ich die Karotten essen? Eukalyptuswood, da nimm mal das hier. Wie kann ich die Karotten essen? Die kannst du nur essen, wenn du Hunger hast. Hast du gerade Hunger? Ja. Dann rechtsklick gedrückt halten, logischerweise. Hä? Nee, die pflanzt man da. Ach, die kann man wahrscheinlich gar nicht essen. Das ist ja blöd. Was ist denn das? Sind das überhaupt Karotten? Ah nee, das sind Güsal Green. Emerald Shard, was... Wir sollten irgendwie... Okay. Ich sehe schon, auf was das rausläuft. Wir sollten uns erstmal hier eine Spitzaxt machen. Spitzhacke. Richtig. Ach, hast du die Werkbank noch hier stehen? Ah, da unten. Okay. Wir sollten uns erstmal anderes Werkzeug machen. Damit wir Steine haben und uns einen Ofen basteln können. Denn ohne Ofen geht hier schlecht was. So, ach Moment, da mache ich erstmal hier. Aus diesen Blocks mache ich erstmal hier stinknormales Holz. Und dann mache ich mir eine Spitzhacke. Nicht Spitzhacke. Aua! Jetzt bin ich fast tot. Jetzt ist die ganze Werkbank im Arsch. Weil niemand auf mich aufpasst wieder. Tja, ja, wo rennst du schon wieder rum? Ich bin hier fast jetzt wirklich drauf. Ich sammle Fleisch. Kannst du mal herkommen? Ach, ja, weil du hilfst mir nicht, aber ich soll dir helfen. Wir müssen jetzt mehr zusammenbleiben, weil ich bin gerade von einem Creeper von hinten ermeuchelt worden und wollte nützliches Werkzeug herstellen. Tja. Jetzt habe ich nichts zu essen. Hast du irgendwas? Soll ich lieb sein? Ja, dann muss ich halt rohes Fleisch fressen. Friss. Bringt ja nichts. Ich hab dir doch gerade rohes Fleisch hingeschmissen. Ja, ich hab selber rohes Fleisch. Ja, aber zu mir kommen betteln. Bist denn du für ein Fleisch habe ich selber genug. Mehr als genug. Das einzigste, was ich brauche, sind richtige Nahrungsmittel und kein blödes Fleisch. Tja, dann Pech gehabt. So, was ist denn das Blaues? Das kann ich nicht abbauen. Das hier Redstone oder was ist das? Ah, das scheint Redstone zu sein, aber ich glaube, das brauchen wir hier weniger in dem Let's Play. Ey, Momo. Ich gehe mal hier nach unten in die Höhle rein. Momo. Und schau mal, was es hier zu holen gibt. So, Butz, wo bist du? Schon wieder weg, wie immer. Fleisch sammeln. Fleisch haben wir erstmal genug. Ich dachte, wir sollten uns erstmal ausrüsten hier in der Höhle. Wir brauchen Steine, wir brauchen gescheite Werkzeuge. Da drin ist es nämlich auch stockdunkel. Ich stelle hier einfach mal eine Werkbank hin und hoffe mal, dass kein Viech kommt. So, was brauchen wir? Wir brauchen zum Beispiel ein schönes Schwert. Das wäre doch mal was. Da haben wir ein schönes Eisenschwert. Dann schöne... Was ist das Rote? Ja, machen wir nochmal eine Stein. Das ist Redstone. Ach, das ist Redstone Axt. Hier. Zack. Dann machen wir mal noch eine Steinspitzhacke. Spitzhacke. Wo bist du? Zack. Hier ist Diamant. Ich bin in der Höhle. Ich bin auch in der Höhle. Na, wir trennen uns schon wieder. Das ist scheiße. Wir müssen wirklich mehr zusammenbleiben und auf den anderen auch warten. Ich hab hier Diamanten. Ja, das ist hier auch. Ja, wo bist denn du? In der Höhle, wo du die Werkbank... Komm erst mal zurück. Ja, und ich bin die Höhle nebenan. Komm erst mal zurück, wo du die Werkbank hingesetzt hast. Na, ich bin ich hier warte in der da Höhle. Jetzt, weil ich jetzt weiß jetzt nicht, in welcher Höhle du bist, wenn du sagst, ich bin in der Höhle. Na, in der hier nebenan. Ja, komm mal mit hierher. Hier habe ich doch schon alles hingebaut. Werkbank, alles ist hier drin. Dann nutzen wir doch gleich die Höhle hier als kleine Basis und bauen uns mal ein bisschen nach unten. Was ist das? Das sind... Ja, ich brauche vielleicht Werkzeug. Das sind tatsächlich Diamanten. Ja, das kannst du da basteln. Können wir das abbauen? Mit der Steinspitzhacke? Nee. Können wir das Blaue abbauen? Ah, das kann ich abbauen. Was ist denn das? Ja, ich kann hier gar nichts abbauen.
Das ist, ach, Lapis Lazuli ist das. Ach, nehmen wir mal ein bisschen was mit, warum auch nicht. Ja. So. Ja, du brauchst eben eine Steinspitzhacke. Hast du eine? Nein. Dann gebe ich dir eine. Moment, hier hast du Stickies. Zack, da liegt's. Und da kannst du dir jetzt aus ein paar Steinen eine Steinspitzhacke machen. Ich habe hier Steine abgebaut und es geht nicht. Ich sammle da nichts ein. Dann hier hast du noch ein paar Steine. Zack, jetzt kannst du dir eine Steinspitzhacke bauen. Du hast es schon im Inventar übrigens. Oh, da geht's ja nach unten. Vorsichtig sein. Vorsicht. Oh, da geht's ja tief nach unten. Da muss man aufpassen. Noch weiter nach unten. Das gibt's doch nicht. Was mir auch auffällt, wir haben gar keine Fackeln. Oh Gott. Es ist ja stockdunkel hier drin, aber ich hoffe, ihr seht trotzdem was. Ich baue uns hier erstmal ein klein wenig Kohle ab. Mich wundert es, dass hier in der Nacht in so einem dunklen Gewölbe... Hä, wieso ist denn jetzt hier dunkel? Hell. Wieso ist denn das da links unten hell jetzt geworden hier? Der Redstone leuchtet? Seit wann das denn? Ist wahrscheinlich Texture Pack abhängig, oder was? Was ist denn das... Das müsste Eisen sein, oder? Das Orangene? Ja. Ich gehe nochmal hoch hier. Ich baue uns erstmal ein paar Fackeln. Ich habe nämlich hier ein bisschen Kohle eingesammelt. Können wir uns schon mal ein paar Torches basteln. Und ich habe jetzt schon volles Inventar irgendwie halb. Du auch? Oh, es geht noch. Es geht noch. Oi. Oh, was sind das für Viecher? Silberfische. Ey, hier kommen sie da, Silberfische. Komm rauf, komm rauf, komm rauf. Wie gesagt, wir sollten nicht